Ein brotiges Hallo, wir haben das Jahr 2020 und am Ende des Jahres heißt es, den Landwirtschaftssimulator 2021 zu begrüßen. Da der Landwirtschaftssimulator 2019 nicht ganz perfekt war, habe ich mir 50 Dinge überlegt, die in den Landwirtschaftssimulator 2021 müssen bzw. kommen könnten. Eine kleine Videoinspiration habe ich mir vom lieben Nordrhein TV Play geholt. Sein Video ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das lohnt sich auf jeden Fall auch anzuschauen. Nichtsdestotrotz können natürlich alle 50 Dinge niemals in den Landwirtschaftssimulator 2021 kommen, das ist ja klar. Manche Dinge sind vielleicht auch ein bisschen für den Landwirtschaftssimulator 2021 zu übertrieben und können dann halt in den Landwirtschaftssimulator 2023 folgen bzw. eingebracht werden. Wer Landwirtschaftssimulator gespielt hat, hat es auch, glaube ich, lieben gelernt und ich glaube, schlecht ist das Spiel auf jeden Fall nicht. Es ist ein wirklich tolles Spiel und alle, die das gespielt haben, wie gesagt, ich kann es nur für mich aussprechen, haben das Spiel lieben gelernt oder halt finden es cool, halt mit Treckern rumzufahren. Es ist kein schlechtes Spiel, ich will ja gar nichts schlecht reden. Es ist ein super tolles Spiel, es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, sonst würde ich nicht hunderte Spielstunden in dem Spiel verbringen, wenn es scheiße wäre. Ich würde sagen, beginnen wir mal einfach. Ich habe das Ganze auch in kleine Themenabschnitte eingegliedert und ich würde sagen, beginnen wir einfach mit dem ersten Thema und zwar dem Thema Helfer. Und toll wäre es, wenn es einen richtigen Helfer geben würde, der auch Kurven fahren kann und die Getreidestücke nicht stehen lässt, da es im Landwirtschaftssimulator 2019 immer das Problem gibt, dass der Helfer Getreidestücke stehen lässt und keine Kurven fahren kann. Und natürlich, dass der Helfer beim Wenden nicht unbedingt immer durch das Getreide nach vorn durchfährt, weil das ziemlich unrealistisch wird. Des Weiteren wäre es cool, wenn es festangestellte Helfer geben würde, die natürlich auch einen Namen haben, wie zum Beispiel Leon oder Mark oder auch Sophia, und dass man die dann auch monatlich abzahlen muss. Auch wäre es cool, wenn man den Helfer Getreide verkaufen schicken könnte, beziehungsweise auch auf andere Felder selbstständig schicken könnte mit einer Horseplay-Funktion, die es ja schon gibt. Das funktioniert ja. Oder zum Beispiel wie beim Follow-Me-Mod. Deswegen wäre es auch cool, wenn man nicht selbstständig immer das Getreide verkaufen fahren muss, weil das immer viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Thema Helfer ist jetzt abgehakt und kommen wir zu einem kleinen Zwischenthema. Zurzeit funktioniert Crossplay noch nicht, also PC, Xbox und PS4 Spieler können nicht zusammenspielen. Das ist natürlich echt schade, weil es gibt auch viele, viele PS4 Spieler und Xbox Spieler. Und wenn zum Beispiel ein Kollege PC hat und der andere PS4, kann man natürlich mit seinem besten Kumpel nicht zocken, was natürlich nicht so optimal ist und deswegen wäre es schön, wenn das funktionieren würde. Das klappt ja auch in verschiedenen anderen Spielen super und deswegen wäre das wirklich eine kleine schöne Erneuerung. Kommen wir zum Thema Kleinigkeiten und Realismus. Als Punkt 5 steht bei mir ein Beifahrer. Also wenn man sich jetzt in einen Mähdrescher setzt, dass man auch einen Beifahrer hat oder selbst als Beifahrer mitfahren kann, dass der Helfer halt das Feld trischt und man links daneben sitzen kann, das wäre auf jeden Fall so ein kleines, cooles Feature. Das gibt es natürlich auch als Mod. Aber richtig im Spiel wäre es natürlich auch toll, da es ja für PS4 bzw. für die Konsolen keine Skripte bzw. richtigen Mods gibt. Des Weiteren wäre ein manuelles Ankuppeln, realistisches Einsteigen, äußerliches Abnutzen mit Rost oder ein kaputtes Licht am Trecker richtig, richtig innovativ. Auch eine Reifenabnutzung wäre doch mal was richtig, richtig Innovatives für den Landwirtschaftssimulator 2021. Mit Reifen aufpumpen, Rissen in den Reifen oder abmontieren wäre das doch mal ein richtig, richtig tolles, erweiterndes Feature. Auch wäre toll, wenn man selbstständig entscheiden könnte, wann der Hänger voll ist. Wenn man es übertreibt, fliegt dann halt das Getreide links und rechts aus dem Hänger. Das ist natürlich mehr realismusgetreu, weil im echten Leben steht auch nicht, wann der Hänger voll ist, beziehungsweise wie viel Prozent voll der Hänger ist. Und im Realismus geht natürlich dann auch das ein oder andere Korn mal links oder rechts flöten. Das ist natürlich nicht abzuwenden. Und das wäre auf jeden Fall auch eine tolle kleine Erneuerung. Als 11. Punkt habe ich aufgeschrieben, selbstständig Türen und Fenster öffnen ohne Mod. Das wäre auch eine klasse Erweiterung, da sich diese viele Spieler gewünscht haben. Auch wenn man noch kleine Extras, wie zum Beispiel
ein Aufkleber, ein Duftbaum oder ein Foto in die Drescherkabine oder in die Traktorkabine einbringen könnte. Dies wäre auch sehr, sehr sehenswert. Kommen wir zum nächsten Themenabschnitt und dieser heißt Forst. Größere Wälder, mehr Baumarten, mehr Leben in den Wäldern, zum Beispiel Pilze oder Wildtiere wie Hasen, Rehe, Wildschweine. Diese Dinge würden meiner Meinung nach das Spiel nochmal auf ein ganz anderes Level heraufstufen. Natürlich wären auch mehr forstwirtschaftliche Fahrzeuge sehr, sehr toll, wenn man da noch ein bisschen was dran ändern könnte, weil so viele Forstfahrzeuge gibt es nicht. Auch wäre es vielleicht cool, wenn man die Wälder mit Flugzeugen düngen könnte, wie es im echten Leben natürlich auch ist. Da würde der Spaßfaktor nochmal um einiges steigen im Spiel. Dem wären Waldschäden wie zum Beispiel infizierte Bäume mit Käfern, umgekippte Bäume, Sturmschäden und so weiter schön anzusehen. Schließen wir das Thema Forst ab und kommen wir zum Thema KI-Verkehr. Der sollte natürlich dringend verbessern werden, beziehungsweise die Fahrzeuge sollten mal ein wenig schneller fahren, da im echten Leben auch nicht so oft der Traktor ein PKW überholt, denke ich. Auch mal einen kleinen Stau, ein paar Unfälle, kleine Baustellen an den Straßenrändern würden auf jeden Fall den Landwirtschaftssimulator nichts Schlechtes tun. Mehr Autos auf den Straßen, beziehungsweise mehr Autosorten, zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, Busse, andere Traktoren, das würde auch ein viel, viel besseres Feeling in das Spiel einhauchen. Und auch Straßenschäden, zum Beispiel mit Löchern in den Straßen, wären auch sehr realistisch. Das war's jetzt vom Thema KI-Verkehr und kommen wir zum Thema Tiere. Und wir können hier schon die Halbzeit einläuten. Wir haben jetzt insgesamt 25 Punkte abgearbeitet. Kommen wir nun jetzt zum Thema Tiere. Toll wäre es, wenn man alle Tierarten ausmisten könnte. Selbstständig mit der Hand oder mit dem Radlader. Das wäre mir egal. Mit der Hand selbstständig einen Stall ausmisten im LS21 wäre mir natürlich sehr, sehr lieb, weil das würde echt nochmal ein anderes Feeling einhauchen ins Spiel und ich glaube, viele würden das auch echt toll finden. Bei einer Tiergeburt live dabei sein, den Tierarzt rufen oder auch kranke Tiere, das wäre doch mal was. Auch ein integrierter Stallhelfer sowie das Futter den Tieren aus dem Eimer herausgeben, Tiere selbst einzäunen und auf andere Wiesen bringen. Diese Kleinigkeiten würden den Landwirtschaftssimulator noch mehr Realismus einhauchen. Wünschenswert wären auch mehr Tierarten. Auch ein paar Bienchen, mit denen man einen kleinen Wirtschaftszweig aufbauen kann, zum Beispiel mit Honigverkauf, würden auch mal ein klein wenig Abwechslung bringen. Haken wir das Thema Tier und kommen wir zum Thema Leben. Umliegende Höfe mit Maschinen, Traktoren, Mähdreschern und Autos wären auf jeden Fall nicht schlecht. Reden mit den Dorfbewohnern, diskutieren, Privathandel betreiben mit den Dorfbewohnern oder etwa die eigenen frischen Eier vom Hof den Dorfbewohnern andrehen? Lustig wäre dies sehr sicher. Eine Feuerwehrwache oder eine Gemeindestelle, wo man Dokument abgeben muss, beziehungsweise einen Betrieb anmelden kann in der Gemeindestelle, könnte dem Landwirtschaftssimulator auch mehr Realismus einbringen. Realismus im Wetter, Wetter, das Schaden bringt, Wetter, das Felder zerstört, Bäume umkippen lässt, das wäre doch mal auch eine schicke Erweiterung zum LS21. Auch die Jahreszeiten würden dem Spiel nichts Schlechtes tun, da im echten Leben auch so ist, dass es schneit oder Herbst ist oder dass man halt nun mal nicht im Winter ernten kann, würde ich für gut heißen. Kommen wir zu ein paar kleinen Zwischenthemen. Ein Zwischenthema wäre zum Beispiel eigene Bauernhof-Logos zu erstellen. Jede Agrargenossenschaft hat auch ein kleines Logo und das wäre cool, wenn man das am Anfang vielleicht anpassen könnte mit verschiedenen kleinen Tieren zum Beispiel oder ein Mähdrescher in der Mitte oder ein paar Getreidesorten und so weiter. Da kann man sehr, sehr viel draus machen. Dies würde ich auch sehr, sehr schick finden. Und natürlich, was ich glaube, alle wünschen, dass die Konsolenspieler endlich mehr Mods haben, beziehungsweise überhaupt Mods sich runterladen dürfen, da das ja noch gewisserweise verboten ist. Also Sony und wie das andere auch immer heißt, reißt euch den Arsch auf und lasst den Konsolenspieler im Farming Simulator 21 auch Mods zukommen und erlaubt das.
kommen wir jetzt zu einem weiteren wichtigeren Thema, und zwar Marken im LS21. Es wäre toll, wenn es endlich ältere Marken wieder geben würde, beziehungsweise ältere Maschinen. Da fällt mir so viel ein, jetzt gleich. Zum Beispiel die Class Dominator Reihe, Fortschritt Mähdrescher, ältere Modelle von bekannten Marken wie zum Beispiel John Deere, der Schlepper John Deere 2140 zum Beispiel, sowas in der Art. Das wäre sehr, sehr cool, und dann wäre es noch super, wenn man diese Maschinen bei Gebrauchthändlern kaufen könnte, die dann auch aber schon ein bisschen Abnutzung haben, zum Beispiel rostige Felgen, eine angerissene Scheibe oder die Motorhaube ist ein bisschen verbeult. Das würde richtig, richtig gut ankommen, denke ich. Das wäre so ein Feature, was auf jeden Fall in den Landwirtschaftssimulator 2021 muss. Das ist mein Favorite, dass man ältere Modelle von verschiedenen bekannten Marken kaufen kann, weil es gibt zurzeit meist nur die neueren Modelle beziehungsweise gut ausgestatteten Modelle. Auch zum Thema Marken wäre cool, wenn es wieder die Sonderangebote geben würde. Kommen wir nun jetzt zum Endspurt, und das Endspurt-Thema nennt sich Obst. Mehr einheimische Früchte, zum Beispiel den fehlenden Roggen oder Dinkel, wären nicht verkehrt. Mehr Obst- und Gemüsesorten wie zum Beispiel Paprika oder Spargel würden mir auch sehr gefallen. Insgesamt würde ich sehr zum Spargel tendieren, weil in Deutschland ja sehr viel Spargel produziert wird und ich das auch gerne esse. Würde ich das auch sehr cool finden, wenn ich selbst Spargel ernten könnte. Vielleicht macht man das Ganze dann als Obstgärtner bzw. Gärtner-DLC, damit man auch noch ein bisschen Geld dabei verdient. Das wäre auch eigentlich nicht schlecht. Das würde ich mir auch kaufen für einen gewissen Preis. So für 9,99 € könnte man das, denke ich mal, rausbringen. Und kommen wir jetzt zu den letzten 5 kleineren Ideen, die jetzt nicht so unbedingt wichtig sind und ein kleiner Lückenfüller sind. Kommen wir zum 46. Punkt. Das wäre der dynamische Boden. Das ist mir eigentlich relativ egal. Im Landwirtschaftssimulator gibt es so viele Dinge, und da würde ich lieber eine schönere Map wollen als den dynamischen Boden. Um es kurz zu fassen, auf einen dynamischen Boden könnte ich verzichten. Viele Landwirtschaftssimulator-Spieler wünschen sich auch endlich mehr Karten bzw. mehr Maps. Zum Beispiel eine Tiroler Bergwelt und so weiter und so weiter. Das kann ich nur unterschreiben, diesen Punkt. Viele wünschen sich auch schönere Texturen bei Mais oder Raps. Auch den Punkt kann ich unterschreiben, da, wie gesagt, die Mais- und die Raps-Texturen bzw. allgemein die Texturen nicht allzu realistisch aussehen. Deswegen ist das ein guter Verbesserungspunkt. Bessere Sounds von Traktoren und Fahrzeuge von außen selbst bekleben wären auch ein tolles Feature. So, wir haben jetzt die ganze Liste abgearbeitet. Wie gesagt, alles kann natürlich niemals in den Landwirtschaftssimulator 2021 eingebaut werden. Das ist mir bewusst. Das braucht ihr auch nicht in die Kommentare schreiben. Nichtsdestotrotz freut es mich, wenn ihr das Video euch angeschaut habt bis zum Schluss und euch inspiriert lassen habt. Auch entschuldige ich mich, wenn ich ein paar Sprachfehler hatte oder ein paar Worte zu viel gesagt habe. Das ist, glaube ich, bei so vielen Themen und Punkten nicht vermeidbar, denke ich. Wie gesagt, dafür entschuldige ich mich, wenn das so der Fall ist. Auch würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht noch 1, 2, 3 kleine Tipps hättet, was man noch anders machen könnte im LS21. Ich habe, glaube ich, fast alles schon aufgezählt, aber vielleicht hat ja noch jemand den ein oder anderen Geheimtipp, der mir nicht eingefallen ist. Nichtsdestotrotz freue ich mich mega auf den Landwirtschaftssimulator 2021, weil der Landwirtschaftssimulator ist einfach ein geiles Spiel. Und wie gesagt, es gibt ja auch die Mods für den PC. Deswegen ist das, wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich spiele Landwirtschaftssimulator trotzdem weiter, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht und das ein tolles Spiel ist. Das sind ja nur Ideen, vielleicht auch ein paar Muss-Ideen, die man da einbringen könnte. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen, vielleicht auch ein Abonnement. Das könnt ihr auch rausspringen, wenn euch mein Ich euch zuspricht, ja. Und dann würde ich sagen, Hashtag Farming oder so, keine Ahnung. Haut auf jeden Fall rein. Euch einen schönen Tag. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Kuss geht raus.